Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Soulstone Survivors und heute schauen wir uns den Bestienbändiger mal an. Er hat höhere Gesundheit, weniger Schadensmodifikator, mehr Wirkhäufigkeit von Zaubern, weniger Erfahrungsmodifikator und mehr Chance auf Mehrfachwirkung. Er hätte Gift. Schalten wir uns den mal frei. Also ist Nahkämpfer. Nehmen wir dann auch diese Rune. Dann nehmen wir zwei Würfel, nehmen wir mit. Ja, dann die Waffe und schneller laufen. Ja, oder lass mal schneller laufen. Nehmen weniger Schaden oder. Könnten auch. Na, wir testen das einfach mal so. Sehen wir ja dann, wie das läuft. So, dann spielen wir die hier. Gucken, was haben wir an hier? Drei haben wir an, oder dann nehmen wir das so. Wollen wir uns den mal genauer angucken. Der viele Giftfähigkeiten dann vorgeschlagen bekommt. So. Wir haben zwei Sprünge. Gucken, dass wir das vielleicht auf den dritten erhöhen. So. Das Gute ist, sie kommen nah an uns ran, da wir Nahkämpfer sind. Können wir die Kristalle direkt einsammeln. Und wir schlagen sie auch nach hinten. Das ist sehr praktisch. Dann haben wir Zeit, bis die Fähigkeit wieder aufgeladen ist. Die Kristalle einsammeln. So, jetzt hätten wir eine Flammenwelle. Oder Gift. Können ja mal die Flammenwelle mitnehmen. Okay, da sind wir jetzt aber sehr weit nach hinten geschlagen worden. Gut, wir sind halt auch sehr langsam. Müssen wir gucken, dass wir bei einem Upgrade uns ein bisschen Schnelligkeit holen. So, dann können wir ja noch, wenn wir schon so eine Flammenwelle um uns haben, Schockwelle um uns herum nehmen. Dann hätten wir zwei direkt um uns herum. Nehmen wir den Bereich ein bisschen erhöhen. Gucken, dass wir die alle getötet kriegen. Das mit dem Zurückschlagen ist echt gut. Das ist praktisch für uns. Ja, dann nehmen wir Kettenblitz noch mit. Dann werden alle angegriffen, die uns in die Nähe kommen.
So. Dann können wir ja, weil wir ja einen Giftangriff nach vorne haben, einen heldenhaften Angriff auch mitnehmen. Das würde ja gut zusammenpassen. Dann haben wir den Kettenblitz, zwei Bodeneffekte und zwei, die nach vorne gerichtet sind. Und decken wir eigentlich gut was ab. Müssen nur schneller werden. So erwischen wir noch zu wenig Gegner. So. Bosse sind aufgetaucht. Oh, hier Schnelligkeit. Oh. Für die Standardfähigkeiten, die er hat, ein Upgrade. Also nur zweimal ausweichen ist nicht so praktisch und wir sind sehr langsam. Aber beide gestorben, das war gut. Dann nehmen wir noch mal Gift. Magnetisch, das ist auch sehr gut. Das hatten wir ja noch nicht. Schockwelle ein bisschen erhöhen. Also wir sind sehr langsam. So stehen wir ganz schön lange in den Fähigkeiten rum. Also nehmen wir hier nochmal ein bisschen Geschwindigkeit mit. Und dann wieder ab in unsere Ecke. Was gar nicht so einfach ist mit den ganzen Flächen. Immer ein bisschen darauf achten, dass wir zielen. Nochmal für unsere Giftfähigkeiten ein Upgrade. Nehmen wir mal tödliche Wirkung mit. Müssen echt noch schneller werden. Oh. Machen wir Kettenblitz mal. Ah. Jetzt wird's langsam. Gut, dass wir ein bisschen gemischt haben mit den Fähigkeiten. Behemoth mitnehmen. Versuchen, dass wir als erstes den Eiskeil runtergekloppt kriegen. Ist gar nicht so einfach. Da nehmen wir noch mal ein bisschen Gift mit. Noch mal ein bisschen schneller. Flächen auf dem Boden, ne? So, beide tot. Dann gucken wir jetzt mal. Ja, das machen wir mal neu hier. Reich ein bisschen erhöhen.
Ja, die Schlangen leben viel zu lange. Oh, erhöhte Anzahl, das ist doch gut. So. Mal ein bisschen einsammeln hier einmal im Kreis. Passt auch gerade wegen den Fähigkeiten ganz gut, die überall schon wieder sind. Oh, hier, ein Sprint. Das, also einmal ausweichen mehr. Das ist doch sehr gut. Können wir gut bei den Bossen gebrauchen. Ja, wir nehmen mal den Magneten. Dann brauchen wir nicht so weit laufen. So. Gucken, dass wir sie beide hier stehen haben. Diesmal können wir ja auch ein bisschen ausweichen. So, ich nehme mal normale Schadenserhöhung. Mal ein bisschen Rüstung. Gönnen wir uns jetzt einmal oben ein bisschen Heilung. Sammeln wieder hier die Kristalle ein. Ah, jetzt ist unser Rückschlag auch viel besser geworden. Oh, okay. Das war nicht so gut. Aber hier ist dann noch irgendwo Heilung. Ja. Also die wollen jetzt nicht sterben, oder? Wir können noch ein Totem mehr aufstellen. Oh, direkt die nächsten Bosse. Ja, gut, wir sind einmal drauf gegangen. Aber auch nur, weil wir jetzt hier zwischen den Gegnern und den Flächen hängen bleiben manchmal. So. Nehmen ruhig den Magneten. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil wir ja nur direkten Nahkampffähigkeiten haben. Aber die wollen ja auch partout beide nicht sterben. Dann haben wir noch die Fähigkeiten der anderen normalen Gegner hier. Wir nehmen mal Kettenblitz. So, einer ist tot. Der andere auch. Mal ein bisschen hier ausweichen. Uns hier drum kümmern, die alle mal ein bisschen zurückdrängen. Gucken, dass wir sie auseinandertreiben, damit wir nicht wieder überall so viele Flächen haben. Das Gift ist ja schön und gut, aber das wirkt halt ja langsam. Ja, dann nehmen wir neue Rollen.
Wir bekommen ja auch ein klein wenig weniger schnell die Erfahrung zusammen für ein Level Up. Ja, nee, wir nehmen hier. Das nehmen wir mit. So, jetzt mal hier aufpassen. Da sind die anderen. Oh nee. Ja, schon wieder. Oh nee. Jetzt bringen mich die Schlangen um. Okay. Der lässt sich dann doch schwieriger spielen als erwartet. Braucht man ein bisschen mehr Übung bei dem Bestienbändiger jetzt. Gut, es kann auch sein, dass für den die Fähigkeiten vielleicht ganz falsch sind. Dass man nur vorwärts gerichtete nehmen sollte. Keine Bodeneffekte. Flammenwelle zum Beispiel hat auch den wenigsten Schaden verursacht. Das Totem war sehr gut. Aber da hatten wir auch sehr gute Upgrades noch für bekommen. Aber es ist witzig, mit dem zu spielen. Muss ein bisschen gucken, dass man gut nah rankommt an die Gegner. Was dann ärgerlich ist mit den Bodenflächen. Weil denen müssen wir ja ausweichen. Ich hoffe, ihr konntet einen Eindruck gewinnen vom Bestienbändiger. Haben wir uns den mal angeschaut, was der so für Fähigkeiten hat. Wohl er ist dann besser, wenn man nur auf Giftbezogene irgendwie geht. Weil er die ja von Start an hat und die irgendwie gut hochpusht. Und könnt ihr ja schreiben, was ihr da für Fähigkeiten nehmt. Man wirklich dann nur Gift nimmt oder Gift und nur nach vorne gerichtet. Was da so die beste Kombi ist. Dann gerne abonnieren, liken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.